Ja, hallo meine Lieben, hier habe ich wieder eine schöne Drei-Zimmer-Wohnung. Allerdings hat diese paar Punkte, die den etwas... ich habe gerade ein Video hochgeladen von einem, von einer schönen Drei-Zimmer-Wohnung in Mahmudlar für 125.000 Euro und diese hier kostet 149.000 Euro. Ja, ist das auch okay? Verdient diese Wohnung auch diesen Aufpreis? Und da kann ich mehrmals ja sagen, nicht weil ein Balkon mehr vorhanden ist, nicht weil wir es zum Strand nicht mal 3 Minuten zu Fuß haben, nicht nur weil die Wohnung an der Barbarostraße ist, ihr wisst, meine Zuschauer, die mehr Videos von mir schon gesehen haben, wissen, dass ich die Barbarostraße liebe und ihr wisst auch warum. Und die ist direkt an der Barbarostraße und ist schöner eingerichtet. Ja, das heißt, man kann auch mehr behalten. So, dann legen wir mal los. Hier, das ist jetzt die Barbarostraße. Hier auf dem ersten Blick, ja, was ist das? Eine Straße. Ja, aber hier sind Banken, Cafés, Restaurants, Vitaminsäfteläden, Geldautomaten. Und da seht ihr schon den Strand. Seht ihr den Strand da hinten? Und wie ihr sehen könnt, haben wir auch einen tollen Pool mit Rutsche, mit Kinderpoolbereich, mit Fitness sowieso, mit einem kleinen Spielplatz. Und seht ihr, wo der Strand ist? Gleich da vorne, das ist natürlich ein Aufpreis wert, beziehungsweise da kann natürlich der Besitzer mehr verlangen. Und aber ganz im Ernst, egal was für eine Bruchbude ihr hier kauft, egal was für einen Schuppen ihr euch kauft, 100 Jahre alt, mit gar nichts, à la Turka-Klo oder was auch immer, lieber sowas als in Germany zu leben. Ja. Ja, sorry Leute, Entschuldigung, das Meer ist hier umsonst, ja, das Meer ist umsonst hier, dann überall günstige Nahrungsmittel, überall wächst irgendwas, ja, hier ist doch gesund, keine Chemtrails und was soll ich sagen, also hier bist du gesund, hier wirst du nicht fertig gemacht, ja, und ich habe hier seit fast 2 Jahren keinen Strafzettel mehr bekommen, ja, und ich parke immer direkt vor meinem Café und das stört hier niemanden. In Germany undenkbar, jeden Tag habe ich da einen Strafzettel bekommen, ich konnte mich hinstellen, wo ich nicht wollte, beziehungsweise es gab ja gar nichts, ja, dieser Druck jeden Tag, haltet mir das bitte vom Leibe. Ich rede hier nicht von den Deutschen, von meinen deutschen Freunden, ja, ich rede hier von System in Germany, das beängstigende, bedrückende. Nee, never ever, versteht, deswegen kauft irgendwas, egal was, und rettet euch, ja. Ihr werdet sofort, wenn ihr nur ein paar Meter auf der Straße läuft, werdet ihr sofort merken, boah, shit, ist das geil hier, ja. Ich habe, wenn ich mit meinem Auto von Alanya Richtung Kestel komme, und dann sehe ich auch immer meine Kunden, wie sie dann spazieren gehen oder laufen, da sehe ich dann halt, wie die eine Dame, ich will natürlich keinen Namen nennen, eine sehr liebe Dame, ist schon Rentnerin und da sehe ich halt, wie sie da stehen geblieben ist und sich eine Pflanze angeschaut hat. Einfach eine Pflanze, die am Straßenland gewachsen ist, ja. Und die stand da längere Zeit und hat sich das angeschaut. Das, also was heißt längere Zeit, so wie ich halt vorbeigefahren bin, ja. Länger als normal, meiner Meinung nach. Und das finde ich toll, ja. Und das finden die Leute auch toll hier, ja. Versteht ihr? Hier sieht man noch Gottes Geschenke, ja. In Germany darfst du es da nicht sehen, ja. Sonst kommst du ja auf Gedanken, mal dein Gehirn einzuschalten, ja. Okay, also weiter mit der Wohnung. Also ich habe aufs deutsche System geschimpft, okay. Nicht auf meine deutschen Freunde. Trotz, dass ich das immer wieder wiederhole, schreiben dann irgendwelche Vollhonksen, du hast die Deutschen, du hast sie, du, dein deutschen Hass ist schlimm, ja, das lösche ich natürlich, ja, Schwachsinn braucht hier keiner schreiben, ja, oder wenn ein Lügenscheiß, ich betone nochmal, das deutsche System ist krank und ich hasse das deutsche System, ja, wo Omas, Opas in Altenheim gesteckt werden und die Kinder in den Kindergarten, ja, hier in der Türkei, Omas und Opas passen auf die Kinder auf und, ja, passt doch alles, ist doch schön. Ja.
Und lauter solche Sachen, lauter, ich habe jetzt familiäre Sachen erwähnt, ja, hieß natürlich auch nicht bombastisch ein Mega-Ding. Das wäre ja, das soll ja auch nicht perfekt, kann ja auch nichts sein, versteht ihr? Sonst langweilt es ja einen. Ja. Ja, diese Aussicht gibt es nicht mehr lange. In 2 Jahren wird da was gebaut. Und ansonsten, aber ihr seht wenigstens, dass der Strand in der Nähe ist. Hier wurde auch nicht gezoomt. Hier nochmal. Und hier nochmal der Gangbereich. Eines der 2 Bäder. Geht eigentlich noch, muss man nicht erneuern. Hier im Preis sind Waschmaschine und so weiter mit inbegriffen, also Mobiliar, Klimaanlagen. 1 Jahr Garantie habt ihr auf die Elektrogeräte. Hier der Vorplatz vom Haus mit dem Pool und der Bar und so weiter und so weiter. Das ist auch sehr, sehr wertvoll. Da gehört auch was, ein Anteil euch. Versteht ihr? Dieser riesen Grundstück, also gehört ein Anteil auch euch. Und wie schon gesagt, Cafés, Bars, Restaurants, Banken, alles in der Nähe. Und hier ein kleiner Fitnessbereich, dann ein Gemeinschaftsparkplatz und hier der besagte Spielplatz. Hier funktioniert noch alles, es ist sehr gepflegt alles und die Lage ist mega. Also hier zahlt ihr vor allem für die Lage. Ja. Also ich kann es euch nur empfehlen, das ist jetzt ein gezoomtes Bild. Ich kann es euch nur empfehlen, lang zu, so schnell wie möglich. Wenn diese weg ist, werdet ihr heulen. Da werdet ihr heulen. So viel von mir, meine Lieben. Wer Interesse hat, meldet sich. Ich danke fürs Zuschauen. Und hier die 2 Schlafzimmer mit jeweils einem Balkon. Wörtlich, das ist, wenn man das Geld hat, was zum zulegen, zum Kaufen. Ja, ob zum Vermieten, das wäre nee, das wäre viel zu schade. Wäre halt's für euch. Ne? Dankeschön, bis zum nächsten Video. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkürler. So, das war hart, aber es ist für euch alle gut und für mich auch und alles besser, qualitativ, viel mehr Sicherheit für euch. Sowas darf man nicht wieder verlieren. Es war anstrengend, sehr anstrengend.